Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Hör zu, Butch. Ich bringe die Ruhegaben, die Hinatsu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle anderen Folgen auf diesem Kanal sehen werdet. So, es ist dunkel, es ist Zeit, in der voranzukommen. So, das wollte ich sagen. Wir wollen hier vorankommen. Wir wollen aber auch... Okay, lass mal das so machen. Bevor wir mit der Story weitermachen, entwickeln wir Igelava noch zu Tornupto. Ist das ein Deal? So, das schaffen wir auch auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das jetzt allzu lange dauern wird. Nämlich, wir gucken, ob wir hier noch ein paar... Genau, Venofliebes zum Beispiel. Nee, noch besser. Noch besser. Wir gehen, alles falsch. So. Wir gehen nach hier hinten hin. Und kümmern uns dann nämlich um, nicht um dich, obwohl wir wollten so ein Parasect, könnten wir eigentlich auch mitnehmen, das stimmt schon. Parasect müsste schon ein paar mehr Erfahrungspunkte geben, ist Level 27, na bitte. Das wird uns voranbringen. So, ist auch ein One-Hit natürlich. Und gibt es nämlich auch schon 709 Erfahrungspunkte. Alles klar, Attacke gemeistert. Ich hatte auch gesehen, Moment mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Und zwar... Das haben wir die ganze Zeit uns gar nicht drum gekümmert. Und um die Attacken. So, schaut euch nämlich das an. Wir haben doch hier... Ja, das erstmal austeile. Das erstmal... Obwohl, Flammenwurf oder... Wir waren mal ganz anders. So. Kann ich die hier verschieben? Genau so. Und was ich jetzt noch nicht weiß. Klar, Glut ist eine nicht so starke Feuerattacke, aber ich hätte nämlich eigentlich auch gern eine nicht so starke Feuerattacke. Glut 40, Flammenrad 60. Ah, das... Okay, nee. Wir nehmen Glut raus und dafür Flammenwurf rein. So. Und so lassen wir das jetzt. Ist das jetzt richtig? Ja. So, 1, 2, 3 und schwupp. Igelava hat Attacken vergessen und Igelava blablabla, alles gelernt. Schön. Was mit den anderen? Wir haben uns das noch gar nicht angeguckt, was die anderen vielleicht noch könnten. Da müssen wir uns nämlich auch wirklich mal drum kümmern. Hier zum Beispiel Knirscher. Ja, klar. Donnerwelle. Nee. Nee, Donnerwelle lassen wir mal draußen. Braucht man... Die hat das jetzt nicht übernommen, ne? Ah, dachte ich mir schon. So, und dann X, genau. So. Knirscher erlernt, alles klar. Dann haben wir auch noch Bojelin. Gucken wir uns auch mal an, ob der hier Doppelschlag und Knirscher... Auf jeden Fall. Ah, wohl Doppelschlag. Ja, warte mal. Ich hätte schon gern Knirscher drinne. Bojelin ist zwar kein Unlicht-Pokémon, aber Knirscher ist eine doch recht starke Attacke. Die Frage ist nur, wofür? Doppelschlag? Nee. Lassen wir mal so. Dann hätten wir noch Pudox. Dort haben wir... hier... Gar nicht so schlecht. Nehmen auf jeden Fall erstmal hier Giftstachel weg. Wir nehmen Silberhauch für... Was macht Silberhauch? Ja, hier. Perfekt. Lassen wir so. Gut. Dann hätten wir natürlich noch Staravia. Ruhrort, Risikotackle bin ich wirklich kein großer Freund von. Ruhrort schon. Guck mal, wir haben jetzt 75, 60, 40. Komm, dann kommt Windstoß weg. Und dann passt das auch. Apollo, weiß ich nicht, ob der jetzt hier schon was dabei hat. Hypnose? Ja? Hypnose ist jetzt nicht schlecht.
Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Doppelt so stark gegen Ziele mit einem Statusproblem. Oh, den lassen wir mal drinne. Hier Giftschock und Giftwolke braucht. Wir brauchen nicht zwei. Da wechseln wir mal hier eine Giftattacke aus. So, noch was? Luxra hatten wir jetzt schon, ne? Ja, hatten wir alles schon. So, alles klar. Dann geht's weiter. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber, ne? Ich wäre hier gern drüber gesprungen, aber das wird wohl nichts. So. Ja, nehmen wir auch natürlich noch ein paar Sachen mit. Versuchen hier nicht runterzufallen. Okay. Und rennen dann mal hier runter. Ich weiß nicht, ob das große Vieh jetzt da ist. Nee, immer noch nicht da. Doch, da ist es doch. Da ist es doch. Da ist es doch. So. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wenn wir Glück haben, schaffen wir das ein bisschen zu überrumpeln. Das finde ich gut. Komm, dreh dich weg. Dreh dich weg. Dreh dich um. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Geht doch. Oh. So. Jetzt schaffen wir das. Jetzt schaffen wir das. Wir schaffen das jetzt. Hier, versuchen wir das doch gleich mal mit Flammenwurf. Machen wir mal ein bisschen. Jesus. So nämlich. Kann nicht angreifen. Wir sind dran. Wir machen. Komm, mach mal einen Sternschauer. Ich möchte jetzt nicht zu viel machen. Ja. Ja. Komm. Dampfer, das ist mies. Das ist mies. Die ist zu stark, die Attacke. Wir könnten versuchen, das Pokémon schläfrig zu machen. Was haltet ihr denn davon? Ich muss mal kurz gucken, ob wir noch Beleber haben. Wir haben keine... Mist. Doppelmist. Wir haben keine Beleber. Ah. Okay, versuch mal. Nein, verfehlt. Mist. Ja, genau. Aber mich. Aber mich. Nee. Ich will hier... Mach Hypno. Na klar. Wie ich dir, so du mir. Es war so nicht geplant. Ah, nee, Giftschock ist zu effektiv. Ah, ach nö. Ach Mann, das war jetzt gar nicht so. Das war gar nicht so geplant. Ich könnte versuchen, Elektroattacke zu machen. Vor allem auch als Tempoattacke. Ah, mal gucken. Mal gucken. MSG ist kaputt oder nicht? Ah, und paralysiert. Alles klar. So, dit ist. Jetzt machen wir's. Superball. Wir holen uns Tangolos. Und los. Komm schon. Yes, das ist es. Das ist es. Geh doch. Ah. Schaut euch das mal an. Das geht ja richtig gut los. Das geht ja richtig gut los. Lass mal zum Schlammplateau gehen. Dort sind nämlich ein paar stärkere Pokémon. Und wenn wir uns jetzt hier kurz heilen, Pokémon ausruhen und so weiter, dann haben wir auch weniger. Dann dauert es auch nicht so lange. So, wir machen jetzt hier noch einen Beleber nur. Nee. Wir haben einfach keine Items, ne? Wir haben einfach ganz allgemein keine Items hier. So. Die Lava ausgewählt. Gucken, wir müssen hier noch ein paar. Was gibt's denn hier noch so an? Hier gibt's Glibunkel, hier gibt's. Ah. Guck mal, noch ein Georock. Alpollo. Ja komm, Alpollo kriegen wir kaputt. So, sind es mehrere? Nee, ist nur ein Pokémon. Sehr gut. Jetzt müssen wir wirklich dafür sorgen, dass... Ups. So nicht.
Ah, das hat nicht gereicht. Wenn jetzt noch ein Giftfeuer. Ah. Okay, okay. Nee, ist okay. Ist okay. Oh Mann, ey. Die machen ja voll Schaden. Die sollen nicht so einen großen Schaden machen. Ist überhaupt nicht so eingeplant gewesen. Bisschen doof ist auch. Was ist denn da los? Ach so. Das ist voll verpixelt da unten. So, machen wir so eine Aquarelle. Vielleicht fangen wir das Pokémon auf. Nee, machen wir nicht. Leider nicht. Wir fangen zu wenig Pokémon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Viel zu wenig. Viel zu wenig Pokémon fangen wir hier. Warte, das Metalldings hier. Eigentlich müssen wir gegen all die Pokémon hier kämpfen. Die sitzen immer noch hier rum. Habt ihr nichts zu tun? Wir müssen aber vorher... Vorher müssen wir Igelava heilen. Es ist doch nur noch ein Level. Es ist doch nur noch ein Level. Das müssten wir doch jetzt langsam mal schaffen. Nein, fang doch nicht so an. Okay. Ja, oder eher Tempo, dann wären wir nämlich zweimal dran. Okay. Und dann müssen wir das nämlich auch schon schaffen. Guck mal, das reicht doch dann schon. Ja, das habe ich befürchtet. Natürlich setzt der Bürde ein. Jetzt haben wir es mal in Aktion gesehen und wissen jetzt natürlich auch, gut, die ist wirklich stark, wenn die das wollen. Die Statusprobleme haben es da echt, haben wirklich da das verdoppelt gerade. So, Knirscher. Sehr effektiv gegen Geister-Pokémon. Ach Mann, ey. Was war das gerade für? Ach, egal. Wir müssen schon wieder. Wir müssen schon wieder zurück zum Schlafen. Komm, wir gehen jetzt mal, wir gucken jetzt mal, ob wir auf dem Weg zur Quest. Auf dem Weg zur Quest, ob wir da vielleicht es schaffen, Igelava so weit zu kriegen, dass es sich entwickelt. So, wir versuchen einfach hier wirklich, nehmen hier einfach alle Viecher mit und dann müsste das auch schnell gehen. Hoffe ich einfach jetzt mal. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Flammenwurf! Nein! Obwohl, wir können es ja mal fangen. Was haltet ihr denn davon? Wir können ja mal das Pokémon fangen. Damit wir nämlich auch noch Geld reinkriegen. Das ist nämlich auch das Problem. Wir haben akute Geldsorgen in diesem Spiel bisher. Wer ist denn das da oben? Oh, und der Wasserfall da hinten. Das ist schön. Nein! Gott, ey, wie ich einfach nicht... wie ich einfach noch nie mit der Steuerung hier klarkomme. Immer noch nicht. Wird die Attacke eigentlich auch stärker, wenn man die gemeistert hat? Oder kommen dann nur die zwei Optionen dazu? Das weiß ich gar nicht. So, ein halbes Level noch. Ein halbes Level noch. Wir machen einfach noch weiter. Das kriegen wir hin. Haben es bald geschafft. Schön weiter Flammenwurf trainieren. Ah, okay. Okay, solange wir jetzt keine Tempo-Attacke macht, irgendwie ist doch alles in Ordnung. So, funktioniert doch. Müssen wir jetzt trotzdem noch mal heilen. Wir haben es bald geschafft.
Wer schießt da eigentlich auf mich? Du? Glibunkel? Du greifst mich an? Digga, ich hab dir gar nichts getan. Mach man da. Flammenwurf natürlich. Ja, keine Frage. So. Ich hätte gern ein paar stärkere Pokémon. Wir brauchen ja definitiv was Stärkeres. Sonst dauert das ja ewig. Wo ist denn eigentlich... Wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir hin. Oh mein Gott, das ist weit weg. Das ist ja viel zu weit weg. Wo gehen wir eigentlich lang? So, Georock müssten eigentlich auch ein paar mehr Erfahrungspunkte geben. Vielleicht selbst wenn Igelava nicht kämpft, dass er trotzdem genug Erfahrungspunkte bekommt. Ja, doch, 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 guck mal, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht mit den 330 Erfahrungspunkten. Die funktionieren. Und vor allem sind die halt schnell gemacht. Die sind ja hier wirklich schnell gemacht. Wie die rumkullern. Das ist voll lustig. Aquamelle. So, ist auch besiegt. Natürlich. Ja, die sind aggressiv, ne? Die Pokémon hier. Warum sind die eigentlich alle so aggressiv? So von Natur aus, meine ich. Ich meine, die Pokémon untereinander kämpfen ja auch nicht wirklich. Aber hier die... Die greifen uns sofort an, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Hep, hep. Bleibst du drin? Nein! Oh. Okay, versuchen wir es mal mit einem Superball. So und so. Jetzt aber. Guck mal, der ist doch fast besiegt. Der muss da jetzt in dem Pokéball drin bleiben. Aha. Siehste mal. Hat doch geklappt. Das war auch schon wieder halb tot alle. So, wo geht's denn hier eigentlich lang? Gibt's hier irgendwas? Haha. Alles klar. Okay. Ah, okay. Schade. War zu erwarten. Komm, komm, wollte ich einsammeln. War ja zu erwarten. So, was haben wir denn? Hä? Was ist denn das hier? Ja, guten Tag. Wer bist du denn? Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galaktik-Expedition, oder? Kennst du vielleicht eine Medizin, die Enton von Kopfschmerzen befreien könnte? Die Enton, mit denen ich zusammenlebe, leiden ständig unter Kopfschmerzen. Ich würde ihnen wirklich gerne helfen, aber gewöhnliche Medizin scheint nicht zu bewirken. In der Galaktik-Expedition gibt es doch bestimmt jemanden, der sich mit Heilkunde auskennt. Ich bitte dich, hilf mir dabei, eine Medizin für meine Enton zu finden. Okay. Ab nach Jubeldorf also? Oder gehen wir hier... Was gibt's hier noch alles? Ach, das ist der Diamant-Clan hier. Ach so. Ja, moin. Schön, euch alle kennenzulernen. Du bist aber nicht vom Diamant-Clan. Du bist doch hier von uns. Bei Nebel verfehlen Pokémon... Attacken öfter ihr Ziel, aber Attacken wie Aeoras oder Sternschauer treffen immer. Rihorn. Haben wir schon Rihorn gefangen? Haben wir schon Rihorn gefangen? Ich glaube gar nicht. Na, wenn nicht, machen wir das gleich mal. Ah, ich hasse Tarnsteine. Ja, ja, ja. Oh. Scharfe Splitter bohren sich in Bojelin. Das klingt aber nicht so nett. Mal gucken, ob das schon reicht. Ah, sieht gut aus.
Ja, doch. Guck mal, sieht gut aus. Das ist unser erstes. Tatsächlich. Na, auch mal wieder ein neues Pokémon gefangen. Schön. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Das hat er uns schon gesehen. Na, okay. Gut, hier noch eine Aquawelle. Den gibt's doch hier bestimmt auch noch Elite-Pokémon. Elite-Rihorn und so. Level 36 und? Ja! Na endlich! Entwicklung möglich! Wir haben es geschafft! Es hat sich gelohnt! Digitation! Und los! Yeah. Oh, der ist ja lila. Oh. Ist Turnupto lila? Und eine neue Attacke hat er? Was hat er denn für eine neue Attacke? Warte mal, was? Hä? Seit wann ist Turnupto denn ein Geist-Pokémon? Das ist neu. Hä? Das. Okay, das ist absolut neu. Das ist so ein Quatsch. Komm, wir wollen erstmal. Gucken wir unser neues Geist-Pokémon doch mal an. Warte mal hier, komm mal raus. Moin! Du bist ein Geist-Pokémon. Wie verrückt ist das denn, bitteschön? Warte, hier haben wir noch einen Zierpurzel. Alter. Oh mein Gott, sieht das cool aus, ey. Cool. Also wirklich. Ich bin ja mit vielen neuen Versionen der Pokémon finde ich nicht immer so gut. Ja, es gibt ja viele Pokémon, die je nach Region anders aussehen. Punita in der Galar-Version zum Beispiel finde ich ganz toll. Überhaupt mit Punita machen die meistens ganz schöne Sachen. Auch Vulpix in der Alola-Version. Mit diesem Eistyp. Mega gut. Kokowai lässt sich drüber streiten. Und Staravia kann sich. Ja. Ja. Ja, guck mal. Eine Entwicklung nach dem anderen hier. Glückwunsch, dein Staravia hat sich zu einem Staraptor entwickelt. Auch eine neue Attacke. Gucken wir uns doch gleich mal an, was genau. Nahkampf. Senkt die Defensivkraft des Anwenders. Danke, aber nein, danke. Ah, das brauche ich nicht. Oh, cool, ich habe einen Turnupto. Muss ich bloß noch da hoch? Müssen wir anscheinend. Oh. Guck mal, wir nehmen ja gleich noch ein paar Pokémon mit. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Roselia soll ja nicht gleich kaputt gehen. Ja, ist war klar. Na okay, Roselia müssen wir, glaube ich. Das müssen wir, glaube ich, anders versuchen. Wer greift den ja schon wieder an, Junge? Also jetzt mal... Du hier, oder was? Sag mal, warum sind die denn alle so aggressiv? Ja, und jetzt abhauen. Das sind die Richtigen, weißt du. Sich erst hinstellen und uns angreifen
und dann aber sofort abhauen, ne? Pass mal auf, ich gebe dir einen Grund, um abzuhauen. Hier, bitteschön. Sowas Freches. Das ist wirklich frech. So, da hoch müssen wir. Na ja, komm, los geht's. Diam. Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Ja, natürlich. Komm, los geht's. Selbst in Rage ist Dressella eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Oh, Yugao. Schau, dank etwas Salbe geht es Hinatsus Fuß auch schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perl-Clan so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztlich handelte sie in guter Absicht. Die Königin des Bergkamms, Dressella, ist wie eine Tänzerin ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau, wenn du immer wieder ausweichst, wird Dressella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Wir haben einen Beleber dabei, ne? Ja, okay, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt Tornupto. Dressella ist ja ein... Oh. Ich mach mal ein Foto. Guck mal, wie schön das aussieht. Königin des Bergkamms, Dressella. Jetzt sollen wir ausweichen, oder was? Wenn du mit Y, ja, und, ja, das wissen wir ja. Okay. Okay. Achso, stimmt, ich muss die auch abwerfen. Ah, Mist. Ja, wenn ich hier nicht... Ach, Mist. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Ich sollte wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wann wird die denn mal müde? Achso. So. Tornupto in den Kampf geschickt. Das sollte kein Problem sein. Giftpuder? Ja, versuch doch. Versuch doch. Hier, Flammenwurf. Ja, easy. Okay, wir müssen jetzt aber wirklich ein bisschen aufpassen. Müsste einfach echt so lange ausweichen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Oh. Okay, das ist kein Problem. Ah, ich traue mich nur nicht wirklich innerhalb der... Wenn es gerade nicht müde ist. Was zu werfen. Hep, weg. Okay, und hep. Okay, und hep. Ein bisschen müssen wir schon machen, ne? Sonst. Schaffen wir das nämlich nicht so. Bist du jetzt endlich mal müde? Geht doch.
Mann, ey. Dauert ja voll. Wieder mal Giftpuder. Ist aber überhaupt kein Problem für mich. Machen wieder Flammenwurf. Der Seller ist schon wieder besiegt. Deswegen wollte ich nämlich auch genügend... deswegen wollte ich... auch ein Tornupto haben. Weil Tornupto nämlich stark genug ist dann auch. So, komm weiter. Weiter. Nein, warum triffst du mich denn? Ah, Mann. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen gerade. Ich bin schon wieder zu gierig. Wie immer. Nein! So, ein bisschen Konzentration, Butch. Ein kleines bisschen Konzentration. Gut. 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 Ne, alles gut. Alles gut. Alles noch im Rahmen. Ah, weg. 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 Alles klar, das war's. Das ist jetzt hoffentlich der letzte Kampf. Natürlich setze ich wieder Giftpuder ein. So, Flammenwurf. Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wir müssen noch ein paar Ruhgaben werfen. 3, 4, 5. War das, sind das, ist das schon wieder exakt dieselbe Animation? Ach man. 2400 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Du erhältst die Wiesentafel von Dressella. Danke. Wirklich. Du hast nicht nur Dressella gerettet, sondern auch Hinatsu. Erst hast du Ursaluna beruhigt und jetzt auch noch Dressella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dressella wieder ganz das Alte ist. So ist es mir doch am liebsten. Sella! Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen Jemands wieder daran erinnerten. Yugao, wir sind Ihnen zutiefst verbunden. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich. Es tut mir wirklich leid. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt. Das heiße ich gut. Aber erspar mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dressella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihn am besten auf offiziellem Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und des Diamant-Clans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Butch.
Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, lebt wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamant-Clans. Wir verehren das ehrwürdige Sinne und das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird, ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen, fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Butch. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Dressella zu reden. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage ich auch die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Sella! Berichte Expeditionsleiter Denboku, dass du deine Mission abgeschlossen hast. Ja, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, denn für diese Folge ist wirklich genug passiert. Leute, das war eine richtig schöne Folge. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren erfolgreich, wir haben Pokémon entwickelt, neue Attacken gelernt, wir haben Dressella beruhigt. Also, und Tangelos gefangen. Mann, richtig, richtig gut. Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Lasst am besten ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die zukünftigen Episoden nicht verpasst. Und dann sehen wir uns hier nächsten Dienstag zum Pokédienstag wieder. Bis dahin, ich bin raus, euer Butch. Tschüss.